Also ich mache jetzt gerade Georgina ihre Haare. Ich kämme die jetzt, versuche die jetzt richtig durchzukämmen. Also wie ihr sehen könnt, Georgina hat richtig viele dichte Haare. Und ich fächere die so ab. Ich fächere immer ein Stück ab und versuche die nach vorne und nach hinten zu kämmen, dass man sie wirklich richtig alle Knoten rauskriegt. Ja, es ist, sieht ein bisschen komisch aus vielleicht für manche, aber... Also ich versuche es auf jeden Fall jetzt durchzukämmen, indem ich sie so abfächere. Die hinteren nach hinten und die vorderen nach vorne. Und wenn ich das gemacht habe, dann fächere ich wieder so neun Streifen ab. Also immer so. Ja, ich bin hier am Filmen. Ich filme schon. Also ich versuche das hier zu teilen. Das ist, ja, es geht ganz gut, weil die Georgina hat ihre Haare jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr gut gekämmt. Aber man sieht halt, das ist echt schwierig, die überhaupt geteilt zu kriegen. Und ab und zu hat man so Knoten und Fitze drin, da muss man dann durch. Ich glaube, die Georgina merkt das schon gar nicht mehr, die hat schon Hornhaut. Ja. Also es ist schwierig zu teilen. Ne? Ihr seht das, ich bin hier am... Ja, aber... Naja, es geht. Also es war schon schlimmer, gell, Georgina? Mhm. Wir hatten das schon schlimmer. So, also ihr seht das, man sieht es kaum, dass es geteilt ist, aber ich sehe das, dass es geteilt ist. Genau, man sieht jetzt hier so eine Lücke. Und dann mache ich da wieder Spray drauf, dass man es besser kämmen kann, dass es nass ist. Ja, und so mache ich das jetzt mit dem ganzen Kopf. Und jetzt habe ich das, jetzt fange ich wieder an, die nach hinten zu kämmen. Das ist halt, die Georgina ist jetzt halt schon 12 und die hält das schon aus, die bleibt auch sitzen. Und ja, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es, die richtig auszukämmen. Also man sieht, dass die Kinder auch richtig weiß sind hier auf der Kopfhaut. Sie ist richtig weiß. Und weil da eben überhaupt kein Licht durchkommt, die sind so dicht, die Haare. Auch im Sommer wird es dann nicht braun auf dem Kopf. Also im Sommer sind die Haare eigentlich praktisch, weil es so ein bisschen Sonnenschutz ist. Aber natürlich, also die Kopfhaut verbrennt halt nicht im Sommer, aber Kopfschmerzen kriegen die Kinder trotzdem, wenn sie lange in der Sonne sind. Also Sonnenschutz sollte man sich vielleicht trotzdem zulegen. So, und dann kämme ich die nochmal hier vorne. Nach vorne, sieht man das? Ja. So. Wir zeigen euch das deswegen, wie ich die Haare von den Kindern bearbeite. Oder kämme, oder wie auch immer man das nennen will, Pflege. Ist es wichtig, dass man natürlich die Haare pflegt. Klar, ist bei jedem Mensch wichtig. Und B, die verfitzen halt viel schneller, wie meine Haare jetzt zum Beispiel. Bei meinen brauche ich bloß einmal durchkämmen, dann bin ich durch. Das geht dann ruckzuck bei meinen dünnen Fäden hier. Aber bei den Kindern muss man tatsächlich, und da müssen wir uns dann eben öfters mal hinsetzen und mehr Zeit nehmen. Weil in der Woche muss es schneller gehen. Genau, und warum machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir es jeden Tag eine Woche machen und so intensiv, weil die Georgina hat sich Rastas gewünscht. Die Georgina bekommt jetzt Rastas und deswegen müssen wir jetzt so eine aufwendige Pflege und Kämmerei machen. Und sonst reicht es so ein, zwei Mal in der Woche, wenn man das mal ordentlich macht. Und die Georgina muss halt schon jeden Tag auch selber so viel wie möglich kämmen. Ja, also es ist schon sehr zeitaufwendig, so Haare zu haben. Viele beneiden meine Kinder immer, dass sie so schöne Haare haben, aber ich sage euch, die Pflege, ja, kann man froh sein, wenn man sie eigentlich nicht hat. Genau. Also die Kinder bekommen Rastas. Zuerst ist die Georgina dran und die Willow. Und deswegen pflegen machen wir und tun wir jetzt. Und wir nehmen euch wieder mit. Und ja, wir filmen immer mal zwischendurch, wenn wir Haare machen und wenn die Rastas reingemacht werden und so weiter. Und dafür müssen wir nächste Woche aber jetzt wieder nach Pforzheim fahren, das heißt, wir sind wieder mit fünf Stunden mit dem Zug wieder unterwegs hin und 5-6 Stunden wieder zurück. Ja, wir nehmen euch mit und filmen halt, wie gesagt, immer mal was. Also, bis dahin, tschüss, macht's gut.